Really on the plug, really on the plug. Really on the plug, really on the plug. Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute mal ein bisschen anderes Video. Heute machen wir ein Day in the Life von uns. Das heißt, ihr werdet den ganzen Tag mitgenommen, was wir machen, wie wir es machen. Jetzt legen wir auf jeden Fall los. Wir stellen erstmal die neuen Pieces vor. Das heißt, immer wenn ich morgens aufstehe, ich gehe hin, ich mache Stories, öffne die Pakete, mache die Stories halt, wie gesagt, mache den Content für den Tag, mache ein bisschen TikToks mit dem Marvin zusammen. Und jetzt kann ich auf jeden Fall mal die Sachen vorstellen. Auf jeden Fall haben wir hier für die kalten Tage, sag ich mal, so einen Root Half Sip in so einem Braunton. Dann hat jetzt Supreme auch wieder so eine neue Collection gedroppt und das fand ich eigentlich ein richtig geiles Piece, mal wieder wie so eine Art Jersey-Polo. Eigentlich mit dieser College-Nummer hinten drauf gedruckt, eigentlich auch ganz nice. Finde auch die Farben immer ganz cool. Die droppen eigentlich auch echt coole Sachen in letzter Zeit. Dann war jetzt der Mall in Paris letzte Woche und haben da von Chromats so einen neuen Tracksuit bekommen, auch in so einem Camouflage-Logo. Tracksuits gehen bei uns eh immer blind, sage ich. Wir fahren jetzt hier für die Dubai-Zeit, die jetzt bald ansteht, so gegen Weihnachten, wenn die ganzen Kunden von uns nach Dubai gehen. So ein Louis Vuitton-Jersey, was auch jetzt, glaube ich, mittlerweile auch schon anderthalb, zwei Jahre alt ist. Und dann heute auch frisch reingekommen. Die Hosen gehen eigentlich auch, sage ich mal, immer sehr, sehr schnell weg bei uns. So eine Hude Sides War Flare Jeans. Hier, sage ich mal, mit diesem Kirchenfenstermuster an der Seite. Kann man eigentlich auch alles anziehen. Dann auch von Gallery haben wir jetzt wieder die Zipper bekommen. Hier einmal in diesem lila Ton und einmal hier in so einem, das ist so ein Braunton, Goldton. Eigentlich ja. Auch immer ganz, ganz cool. Bei Zippern kann man eh nie, sage ich mal, was falsch machen. Und die Farben, immer so ein Statement-Piece beim Outfit, wenn man so ein bisschen was Flächiges oben rum hat. Jetzt hat auch Denim Tees hat jetzt Fitted Caps rausgebracht. Ich glaube, ich habe euch im vorletzten Video mal diese Gallery Depth Fitted Caps vorgestellt. Es hat auf jeden Fall Denim Tees auch welche rausgebracht. Also hinten mit Denim Tees. Eigentlich auch ganz cool. Jetzt haben wir hier auch den Dior-Schuh mit Cactus Jack zusammen. Also dieses Cactus Jack mit Dior-Logo. Ist auch schon, glaube ich, über anderthalb Jahre alt. Ja, ziemlich genau zwei Jahre fast. Ist auch ein seltenes Piece, sage ich mal. Bisschen schlichter, sage ich mal, für diese Travis Scott Modelle. Man erkennt das nicht direkt, dass es irgendwie so eine krasse Collab ist. Aber ist eigentlich auch ein geiler Schuh. Und der ist auch schon verkauft. Und jetzt geht der an Nicolas Jackson von Chelsea, hat den genommen. Das heißt, ich muss jetzt auch zu Boss bringen gleich. Genau. Hey, was geht? Guten Morgen. Wir holen jetzt noch ein, zwei Sachen ab. Gehen dann gleich auch mit Omar noch was frühstücken. Also Omar Mamouche, den kennt ihr auf jeden Fall auch. Habt ihr schon bei uns im YouTube gesehen. Habt ihr jetzt auch 4-5 Tage nicht mehr gesehen. Deswegen gehen wir mal kurz mit dem Bro noch was frühstücken. Und dann geht's weiter. Bleibt auf jeden Fall heute dabei und wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Mr. Mamouche! Es geht wieder. Wow. Hey, my G. I put that white cutty on my wrist, but there's no black line matter. Black line. She told me when she get hit from the back, she noticed her ass get fatter. Als ob Trapp so viel Mario Kart spielt, Bruder. Ja, hat er. Der ist so ein vogelwilder Mann, finde ich. Bruder, das ist nicht normal. Als wir das erste Mal Switch geholt haben, er wusste nicht, weißt du, weil er wusste nicht, dass er auch hat. Er war so traurig, Bruder. Dann saß neben uns Flugzeug, da haben wir jemanden getauscht. Immer wenn er gekillt hat, hat er erste gewonnen. Dann wieder gekillt. Trapp weiß, jede Abkürzung kennt er. Macht er die auch perfekt so. Wenn du einmal hinten bist, Bruder, kommst du wieder nach vorne. Dann der vierte Riss, ist vorbei. Ich spiele mit 7 Leuten so auf mehreren Bildschirmen und so. Jeder hat seinen Switch halt. Ich spiele online dann. Habt ihr WLAN nicht? Nein, Wireless. Geht das, wenn die Switch nebeneinander ist oder was? Muss sein. So wie Blut. Bis 8 geht das. Ja, wo kommst du? Aber ich kann nicht diese kleine Dinge spielen jetzt. Und was spielst du denn? Ah, mit dieser großen. I was just there at the function. Had the shit bumping. Living Westwood with the Blunts. Oh Mann, da muss ich auf 1, Digga! Normal! Wo ist er? Wo ist er, der Moritz? Digga, das gibt es nicht. Wir sind gut geworden. Wo ist er, der Moritz? Tschüss. Ey, warte. Filmen weiter die ganze Zeit. Wir spielen gleich nochmal vier, Digga. Ich spiele die wieder. Danach spielst du schon. Ja. Nein! Oh mein Gott! Ich war zweiter, Digga! Junge, ich kann. Du bist zu schlecht! Mann, du bist zu schlecht! Du bist zu schlecht! Siebter Platz! Ey, fäng mal bitte. Schon wieder ein Computer vor dir? Das ist Mo. Oh, genau, wieder? Ich bin rot und er ist hinter mir. Guck, 2 Punkte. Ja, aber so guck, wo er vorne ist, Jessica, weißt ja, du? Okay. Wir machen ein Sandwich. Who's first, baby? Who's second, baby? Ich und Jessica. mal geil. Dritter ist? Ey, Moritz. Ja, weiter, nächste Runde. Komm. Mit 44 Punkten. Komm jetzt, ich bin Teams. So, wir versuchen jetzt einmal hier den Gewinner mal FaceTime anzurufen über Insta von dem Malik Tillmann Gewinnspiel. Ich habe den jemanden rausgesucht, den mich ja fleißig kommentiert hat und eigentlich auch sehr, sehr oft schreibt und sowas. Das ist auf jeden Fall ein Supporter, mal gucken, vielleicht geht er ja ran. Gucken wir mal. Das wäre jetzt seine Chance. Wie bei Wer wird Millionär?
Nee, aber sieht schlecht aus. 16 Uhr, vielleicht auch noch irgendwie in der Schule oder so. Nee. Das wäre auf jeden Fall jetzt der Gewinner. Ich werde ihn trotzdem mal schreiben. Vielleicht sieht er es ja gleich, dann kann man nochmal kurz FaceTime anrufen. Aber auf jeden Fall ist es der Gewinner. Können wir mal seinen Insta jetzt hier einblenden. So viele wollten auch nochmal sehen, so wer alles so in den DMs immer ist, in diesem Hauptordner. Ich war gestern hier, Manu Kone hat uns geschrieben, dass er gerne hier diese kurze Louis Jeans haben möchte. Kann man zu allem anziehen. So, die besorge ich jetzt auch schnell für ihn. Rico Henry. Gestern haben wir so eine Story gepostet von Ngumu, wo er unsere Kappe angezogen hatte. Und da hat er drauf geschrieben, so von wo die Hose von ihm ist. Da habe ich natürlich dann Ngumu geschrieben und sag so, hey, wie sieht's aus? Von wo ist die Hose? Ich brauche die für einen Kunden von mir. Und hatte hier mir den Store, sag ich mal, gesagt, wo er sie geholt hat. Das heißt, muss ich jetzt auch mal kurz gucken, wie ich da dran komme, damit ich die für Rico Henry besorgen kann, weil wir nächste Woche nämlich nach London fliegen zu ihm. Genau, ansonsten dann wäre hier noch Reezy, der halt eigentlich auch im Sinn mit ihm, sag ich mal, im täglichen Austausch so über Klamotten, damit er immer auch up to date ist. Dann hier noch Daniel Slump, mit dem haben wir gestern ein Gewinnspiel gepostet. Können wir gleich mal auch hier anblenden, dass ihr da mitmachen könnt. Gut, sehen wir was Cooles zu gewinnen. Und ja, das sind so unsere DMs aktuell. Wie und wann habt ihr angefangen? Also wir haben ziemlich genau angefangen, war das glaube ich so vor 2 Jahren. Damals habe ich noch bei Heat Movement gearbeitet. Da war ich als Sneaker-Redakteur tätig. Das heißt, ich habe schon viel mit so Sneaker-Releases, sage ich mal, zu tun gehabt. Der Mo hat damals noch Fußball gespielt. Und dann ging es aber schon bei ihm so in die Richtung, okay gut, Profi da sein wird jetzt wahrscheinlich eher ein bisschen schwieriger. Und dann hat er immer gedacht, okay gut, so, ich kenne mich ein bisschen mit Sneakern aus. Er kannte halt viele Jungs, sage ich mal, die auch hoch Fußball gespielt haben, höher als auch er vor allem. Halt auch durch die damalige Zeit, weil er bei Darmstadt und bei Mainz gespielt hat. Kannte halt viele Jungs schon und hat dann halt immer dementsprechend auch Sachen bei mir für die Jungs bestellt. Und dann kam der Mo irgendwann auf die Idee und gesagt, guck mal, so, du kennst die ganzen Leute, wo du die Sachen herbekommst. Ich kenne so die ganzen Fußballer. So, hast du Bock, so mal so einen Plug aufzumachen mit mir? Und ich wusste gar nicht, dass es überhaupt sowas gibt, so für Fußballer, sage ich mal, so einen Plug. Und das fand ich eigentlich eine interessante Branche. Ich habe gedacht, okay, gut, so neben dem Studium, weil ich habe damals auch noch studiert, hier in Frankfurt Fußball- und Sportbusiness, kann man sich so was Cooles aufbauen, sage ich mal, ein bisschen Geld nebenbei verdient, ist eigentlich ganz cool. Ihr verfolgt uns ja auch. Ihr könnt das Ganze hier sehen, welche Kunden wir haben mittlerweile, ist auch schon echt crazy. Hätte ich niemals gedacht, dass es auch ansatzweise irgendwie so ausatmen kann, sage ich. Und das jetzt einfach mein Beruf ist. Das hat nichts mit meinem Studium zu tun oder sonst irgendwas. Jetzt sind wir einfach selbstständig und machen einfach das, worauf wir Lust haben. Ist cool eigentlich, kann man so sagen. Und warum öffnet ihr bewusst keinen Laden? Also die Frage stellen uns tatsächlich auch sehr, sehr oft Leute. Aber wir wollen einfach exklusiv bleiben. Das klingt zwar ein bisschen komisch und viele verstehen es auch nicht, weil man, sage ich mal, nicht die große Masse an Kunden erreichen kann. Aber wir wollen einfach das Business von uns erstmal so exklusiv aufbauen, dass wir wirklich nur exklusive Kunden auch zum größten Teil aufnehmen. Natürlich beschäftigen wir uns auch, sage ich mal, mit unseren ganzen DMs. Dass Leute da auch bestellen können, aber wir haben uns erstmal bewusst gegen einen Store entschieden, sodass wir wirklich nur unsere exklusiven Fußballer, unsere exklusiven Privatkunden, unsere exklusiven Rapper, dass wir erstmal alle die behandeln und denen, sage ich mal, denen auch den bestmöglichen Service halt anbieten können. Und dann später vielleicht kann man mal überlegen, dass man auch in diese Branche geht, aber dadurch, dass es halt auch schon so viele Sneaker-Stores hier gibt in Frankfurt oder generell auch in Deutschland und es irgendwie auch nicht mehr so ein cooles Ding ist, wie man eigentlich denkt, so ein Store sind ja, sage ich mal, auch viele Risikofaktoren. Das ist ein großes Investment, was da mit sich trägt und wir haben jetzt auch zum größten Teil aus keine Dunks und Jordans, die wir anbieten. Wir verkaufen ja viel Chromarts, viel Gallery. Ist ja, sag ich mal, nicht jetzt groß vom Budget auch für die breite Masse gedacht. Deswegen, vielleicht kommt es in Zukunft, aber aktuell sind wir noch nicht so, sag ich mal, auf dem Weg davon, jetzt irgendwie mal in naher Zukunft einen Store zu planen. Wie habt ihr so gute Connections bekommen? Ich war eigentlich auch wie in jeder anderen Branche auch. Sei es in der Beraterbranche oder hier, wenn du ganz normal irgendwo in der Bank arbeitest. Wenn du eine gute Arbeit leistest, dann wird das dementsprechend auch belohnt. Und sag ich mal, in unserer Branche ist es, glaube ich, noch extremer. Beispielsweise, du hast einen Spieler, sag ich mal, von Real Madrid, den du die ganze Zeit Sachen belieferst, so machst eine gute Arbeit mit dem, schickst immer die Pakete zum Verein und dann sprichst du, sage ich mal, auch in der Kabine rum, weil die Jungs halt jeden Tag auch so aufeinander sind, da sprichst du dich da sehr, sehr schnell rum. Das ist alles Mundpropaganda, sage ich mal, oder auch im Rapper-Bereich. So, wir hatten da Central C als Kunden gewonnen und auf einmal schreiben wir uns 2, 3 andere UK-Rapper. So, jetzt haben wir noch M-Handel dazu gewonnen. Es gibt so viele Sachen, sage ich mal, so viele Gemeinsamkeiten, wo es einfach, sage ich mal, schnell wächst alles. Wird es bald eine Playlist gehen? Es haben tatsächlich viele Leute drauf geschrieben im letzten Video, dass wir wirklich mal so eine Playlist machen sollen und darum kümmere ich mich eigentlich auch so um diese ganzen Playlist-Sachen, weil die Musik, ich bin immer bei uns in der Freundesgruppe der DJ. Das heißt, also wenn ihr wirklich mal eine Playlist haben wollt, könnt ihr mal in den Kommentaren da schreiben, ob es wirklich so dringend ist. Und dann kann ich mal so eine zusammenstellen für euch und poste dann irgendwie beim nächsten Video irgendwie in die Videobeschreibung oder poste die mal auf Insta oder so. Was geht? Ich habe mich jetzt nochmal umgezogen. So, jetzt muss ich nach Köln fahren, zu einem Kunden ein paar Sachen abgeben. Dann geht's später nach Hause. Du hast seine Sachen zu tun, ich habe meine Sachen zu tun. Fertig. Und wie kam der Name zustande? Also der Name kam zustande, eigentlich haben wir einfach nur überlegt und haben irgendwas probiert zu basteln aus unseren beiden Nachnamen. Also der Luca heißt mit Nachnamen Osunis und ich bin Heiße Bäume. Hatten da mehrere Ideen gehabt, aber am Ende haben wir so gedacht, komm, wir wandeln uns ein bisschen um. Dann sind wir irgendwann einfach auf Bass gekommen, was eigentlich auch sehr, sehr cool ist. Also egal wo du bist, guck mal, da ist der vom Bass, da ist der vom Bass. Also das ist schon so ein prägnanter Markenname, der auf jeden Fall auch im Kopf bleibt. Bass steht ja auch so, sag ich mal, für einen Blitz. Und bei uns geht es ja auch darum, dass wir schnell liefern sollen. Am Ende hat es einfach gepasst und wir sind sehr zufrieden.
zufrieden mit dem Namen, dass wir den damals ausgesucht haben. Was sind die Ziele für die Zukunft? Die Ziele für die Zukunft sind eigentlich ganz simpel. Wir wollen es auf jeden Fall alles noch ein bisschen professioneller machen, ein bisschen automatisierter. Das heißt, vielleicht auch in Zukunft Leute einstellen, weil auch viele gefragt haben wegen Praktikum. Natürlich haben wir auch viele Leute, die helfen, aber dass man das einfach professionell macht mit einem kleinen Büro, dass wir halt auch einfach mehr Leute bedienen können und auch andere Sachen machen können, weil viele fragen auch wegen Urlauben, die fragen einfach wegen jedem Scheiß und die meisten Sachen können wir einfach nicht machen, weil uns halt einfach die Kapazität fehlt, was an sich ja gut ist, das heißt, wir haben immer viel zu tun, aber das wäre auf jeden Fall eine Sache für die Zukunft, wo man noch dran arbeiten kann und ja, einfach breiter aufgestellt zu sein. Und wie sieht so ein normaler Tag weiterhin für dich aus heute? Also jetzt bin ich am MacBook, weil uns hat ein Spieler geschrieben, der geht jetzt bald wieder auf Länderspielpause und der hätte gern so 3-4 Outfits so für den Flug, auch für die Anreise dort und hat uns so ein bisschen seine Marken gegeben, so was er haben will. Er wird gern so ein bisschen Root, Chrome Hearts, gerne auch mit Mihara-Schuhen. Und jetzt bastel ich hier gerade so ein paar Fits. Ich kann es ja auch mal zeigen hier. Vielleicht erkennt man es ja hier. Einmal so ein Chrome Heart Zipper mit so einer grünen Aknehose und den Miharas halt, die er wollte. Und jetzt mache ich halt so ein paar Fits. Kann ich nochmal ein paar andere zeigen, die ich jetzt für ihn gemacht habe. Auch hier wieder Chrome Hearts mit Rick Owens Schuhen. So ein paar Tracksuits habe ich ihm auch mal geschickt für den Flug. Und dann mache ich jetzt auch mal ein paar Outfits. Und generell versuche ich einfach halt viele Outfits zu machen für die Jungs. Weil man kann sich, glaube ich, auch so besser vorstellen, wie das jetzt aussieht angezogen. Und was steht jetzt so in der nächsten Zeit bei euch an? Buch ist noch ein paar Flüge für uns. Weil noch so ein paar Events, auf die wir gehen müssen. Jetzt halt auch vor Weihnachten wird immer alles ein bisschen stressig, weil da viele ihre Geschenke jetzt haben wollen für Weihnachten. Plus, wir wurden jetzt auch auf einen Dreh eingeladen, beziehungsweise planen es gerade. Und zwar wurden wir gefragt von Sky, ob die mit uns was drehen können, ob wir das wollen. Und jetzt suchen wir gerade so was raus, wie wir es machen, wo wir es machen, was da gefilmt werden kann. Genau, ist eigentlich auch eine coole Geschichte mit Sky. Ich meine, also Sky verfolgt jeder, der irgendwie mit Fußball sich auseinandersetzt. Ist eigentlich ganz cool. Also, sie hätten das Game mit einem Kunden von uns zusammen. Nehmen wir natürlich wieder mit YouTube. Das heißt, wir werden auch so einen kleinen, sag ich mal, Behind-the-Scenes-Vlog filmen. Genau, da könnt ihr auch gespannt sein, so wie das dann aussieht, wenn es passieren sollte. Mal gucken, wann es passiert. Jetzt wird hier gerade angerufen vom Luca Walsch mit dir. Ich mal an. Maschine, wie fandest du Samstag den Kampf eigentlich? War geil. Wir haben uns danach schon gesehen. Ich war noch nie da, aber hat echt Bock gemacht. Ja? Also ich sag, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Der Kalin kurz gefeiert von der Halle. Ja, war gut. Ja. Aber ich habe wirklich Gänsehaut gehabt, wo der reingelaufen ist. Schon geil. Ja, unfassbar. Ja? So, wenn du alleine reinkommst, du weißt, alle feiern dich gerade. Ja, ja, schon geil. Fiebert mit auf einmal, man denkt. Auch so, wenn man ihn kennt und so, war schon geil. Ja, macht schon Bock. So, deswegen. Ja. Sonst wollte ich eigentlich nur sagen, dein Anzug ist da, schick den morgen raus. Nur damit du Bescheid weißt, schick ich ihn einfach zum Verein. Richtig. Muss ich halt zum Training laufen. Ja, ja, soweit. Sonst, ich brauche noch eine Kickbase-Prognose von dir. Ja, du hast doch letztes Mal gesagt, immer wenn du mich gekauft hast. Ich habe ihn wirklich dieses Jahr, ich habe ihn zweimal aufgestellt und der Mann hat zweimal genetzt. So, jetzt gegen Bayern wird natürlich schwer. Gegen Bayern wird schwer, ja, aber... Aber danach baue ich wieder auf dich. Irgendeiner fällt mir ja die letzten Wochen eigentlich immer auf den linken. Wirklich, Bayern. Irgendwas, auch wenn es bei einem 3-0 ist, da 1 macht, ist auch nicht schlimm. Hauptsache, ich krieg da einen Hunni, musst du machen. Mal einen reinschweißen, ja, schau mal. Freitag, ja, okay, easy. Freitagabend, du siehst ja dann da auch. Freitagabend auch noch, um Gottes Willen. Dann kannst du ja noch entscheiden. Ja, dann muss ich mal gucken. Guck ich mir die Ausstellung mal vorher an, ob der Walsch mit da spielt oder nicht. Wie sagt man immer, liken, nee, warte. Ja, das Auto kannst du ja gerne mal machen jetzt. Liken, teilen, kommentieren, Glocke aktivieren, so irgendwie, ne? So. Oh ja, das reimt sich so. Das ist stark. Also ihr habt's gehört. Deswegen, wenn es der Herr Waldschmidt sagt, dann... Sehr gut, also... Gut, mein Lieber, gell? Wir hören uns. Ciao. Mach's gut, ciao. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ihr mal so einen genauen Einblick in unseren Alltag bekommt. Jetzt gibt's hier noch ein kleines Gewinnspiel. Dadurch, dass wir jetzt heute keinen Kunden hatten, der jetzt hier war, haben wir uns gedacht, komm, machen wir mal so eine kleine Goodiebag für euch. Das heißt, irgendwie eine Kappe oder ein T-Shirt könnt ihr gewinnen. Deswegen einfach wieder liken, kommentieren, macht Welle in den Kommentaren. Für wieder ein Gewinner aus, wird wieder im nächsten Video dann ausgesucht. Mitmachen lohnt sich auf jeden Fall wieder. Das heißt, abonniert auf jeden Fall den Kanal, um das nicht zu verpassen. Genau, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Peace.